Hallo Leute, ich bin's Thorbsen und ich habe heute die behindertste Rush-Runde, die ich je gespielt habe, die ich je in Battlefield 3 erlebt habe. Nicht weil die Runde scheiße war, weil ich richtig scheiße gespielt habe. Nein, ich war der Einzige in diesem Scheißspiel, der irgendwas getan hat. Irgendwas, ich weiß nicht, ich habe noch nie so unfähige Spieler gesehen, noch nie. Das Ganze ist Rush Attacker auf der Map Sharky Peninsula. Und ohne Scheiß, Leute, ich habe einen Endscore von 12 zu 20 und ich bin auf Platz 1. Ich habe irgendwas mit 2800 Punkten oder irgendwie sowas um den Dreh. Die haben nichts gebacken bekommen. Ich bin der Einzige, der zum M-Com gerannt ist und da mal geplantet hat, wenn ich denn mal zum M-Com gerannt bin oder dahin gekommen bin, weil mich kein Idiot gedeckt hat. Kein Arsch hat mich mal gedeckt. Nein, die sind einfach irgendwo auf der Map rumgerannt. Ich weiß nicht, was sie getan haben. Vielleicht haben die gepennt, vielleicht haben die... Vielleicht war die AFK und sind aufs Klo oder so gegangen, ich weiß es doch nicht, keine Ahnung, aber die haben irgendeinen Scheiß gemacht, was man in diesem Spiel nicht tun sollte, keine Ahnung, ich bin auch nicht der Battlefield Pro, ja, ich sag ja jedes Mal zu Woody gerne, ich spiele lieber Singleplayer, nein, Quatsch, aber ich bin auch nicht der Battlefield Pro und dann auf Platz 1 mit so einer Drecks-KD und so wenig Punkten eigentlich und für Rush ist es eigentlich wenig, ja, weil ich habe ein paar Mal geplantet und ich war der Einzige, der geplantet hat, wie ich schon eben gesagt habe. Und dafür ist es wirklich grottenschlecht gewesen, dass ich damit auf Platz 1 gewesen wäre. In anderen Spielen, wo Spieler dabei gewesen wären, wie hier, da, in your face, schön mit der Magnum. Naja, jetzt werde ich aber gleich eh abgeknallt, wenn ich plante. In anderen Spielen, wo mal ein paar fähige Spieler wenigstens mitgespielt hätten, ja, da wäre ich auf dem letzten Platz gewesen, aber ich weiß nicht, was mit denen da los war, keine Ahnung. Ihr werdet jetzt gleich schon mal kurz ein Scoreboard sehen, denke ich mal. Vielleicht öffne ich das zwischendurch mal, ich weiß es gar nicht mehr, aber... Leute, sowas. Ich verstehe nicht, wieso solche Leute Battlefield spielen. Das Geile ist, da sind welche gewesen, das werdet ihr gleich auch noch im Gameplay sehen, im Spawn-Bildschirm. Da sind einfach welche gewesen, die haben sich einfach mal so schön gediegen auf dem Berg gechillt und haben sich gedacht, so, ja, machen wollen wir hier mal ein bisschen à la Bad Company 2, Port Valdez, Sniper gecampt, gebashe, obwohl sie gar nichts bashen. Ja, da glaube ich, versuche ich jetzt gleich B zu blenden, ich weiß es aber gar nicht mehr. Irgendwann, nee, da Quatsch, da gehe ich jetzt drauf, weil kein Vollidiot da ist, um mich zu decken, ja, na, schaut es euch an, ich ziel verzweifelt, aber geht drauf, da, schaut es euch an, da bin ich nur auf Platz 2, obwohl ich nichts getan habe, ich habe ein paar Kills gemacht, wow, ich habe nichts getan, ich habe einmal geplantet, ein paar Kills gemacht und auf Platz 2, das ist so erbärmlich, ja, ich bin jetzt nur am Flame, das ist mir egal, also, ich mag Battlefield wirklich, ja, Battlefield 3 ist nicht wie bei Call of Duty, Hass, nein, Battlefield 3 ist, ja, ich zitiere jetzt mal Woody, Liebe. So sagt er es immer zumindest, aber gut, für mich ist es nicht so viel Liebe wie für Woody, weil ich bin nicht so gut wie Woody, aber ohne Scheiß, Leute, ich spiele lieber das Spiel als irgendein Black Ops 2 oder MW2 oder MW3, damit habe ich abgeschlossen. Vielleicht nochmal MW3, das war ja noch einigermaßen gut, so schlecht war das gar nicht. Black Ops 2 war echt die Hölle, ihr habt es ja mitbekommen, wo Woody und ich das die paar Monate gespielt haben. Das war ja über ein halbes Jahr und wir haben jeden Live-Commentary abgeraged. Es gab keinen Live-Commentary, wo ich nicht irgendwie geraged bin oder Woody auch nicht. Dabei ist sogar einmal Woodys Headset durch das Zimmer geflogen. Ich weiß nicht, wieso der das machen musste, aber na gut, ich mach's ja auch schon mal. Naja, ich hab's damals gemacht. Jetzt würde ich das nicht mehr machen, weil das ist behindert. Ich hab's aber nicht mit dem Headset gemacht, ich hab's mit der Maus gemacht und so ist jetzt mein Mausrad kaputt. Das habe ich aber ja schon im letzten Commentary erwähnt. Total dämlich. Ja, dafür hätte ich jetzt echt einen dicken, fetten Facepalm verdient. Und, so ist es nun mal. Aber ich spiele da mit der M16 A3, genau. Ja, ich war nicht auf Toilette und habe A gemacht, nein. Ich kann das so schlecht unterscheiden, M16 A3, M16 A4, weil die R4, die schießt nur im Dreierburst und die A3 ist vollautomatisch, unterhalbautomatisch. Und da kommt man jedes Mal dazwischen. Ich verstehe gar nicht, wieso die überhaupt eine M16 A4 noch ins Game mit reingebaut haben, was einfach völliger Blödsinn ist. Ich meine, das Ding spielt eh keiner. Das Ding schießt im Dreierburst und du killst damit eh keinen. Oder es schießt noch nicht mal im Dreierburst. Ich glaube, es schießt nur zwei Kugeln immer, soweit ich weiß. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, da tue ich jetzt B, planten verzweifelt. Und ja, es ist einfach keiner da, der mich deckt, ja, da ballert, ich bin schon so nervös, dass ich hier schon fast draufgehe vor Wut, naja, aber
Da ist einfach kein Arsch, der mich irgendwie mal deckt oder so. Ihr seht, ich werde getötet. Jetzt bin ich schon auf Platz 1. Ich habe zweimal geplantet. Ich habe im ganzen Game jetzt 3 Kills gemacht und ich bin auf Platz 1. Das ist erbärmlich. Das ist wirklich erbärmlich. Ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen ist. Ja, ich habe es zuletzt vor 2 Jahren bei Release, das war kurz nach Release, hatte ich mir das geholt für die PS3, die ich jetzt aber nicht mehr habe, die ich verkauft habe. Dafür würde mich meine Freundin gerne ermorden. Und glaubt mir, ich habe nachts Angst zu schlafen. Nein, okay, habe ich nicht, aber größter Fehler, den ich hier gemacht habe, die PS3 zu verkaufen, um mir dafür eine Xbox 360 wieder zu holen irgendwann. Schwachsinn. Das hätte ich nicht machen sollen, weil da gab es so geile Spiele für die PS3, so geile Exklusivtitel, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, was gab's auch noch als Uncharted, Ratchet & Clank, das gab's alles für die Xbox nicht und ich hab's verkauft, weil ich irgendwie dem Part meines Lebens irgendwie, ja, ich war jung und brauchte das Geld, nein, ich weiß nicht, ob es so war, keine Ahnung, aber ich hab's einfach verkauft, weil ich sowieso den PC hatte und da die ganze Zeit drauf gezockt habe und dann habe ich es einfach verkauft. Hätte ich mal lieber nicht gemacht. Ja, PS3 ist echt ein bisschen besser als die Xbox, obwohl der Online-Support auf der Xbox 360 echt besser ist. Aber ich habe sie ja, wie gesagt, auf der PS3 gespielt und da war es ja noch schlimmer. Damals, da war ja Input-Lag bis zum geht nicht mehr. Das ist auch jetzt bestimmt auch noch so. Gefixt haben die das garantiert nicht. Input-Lag ist echt, das ist ekelhaft. Also da war es teilweise noch weit unter 25 Frames in manchen Abteilung, wollte ich schon sagen. Nee, in manchen Szenarien, das war schon hässlich. Das war hässlich. Ich meine, auf der Xbox hatte man das so bald, ich weiß nicht. Obwohl ich das ein bisschen komisch fand, weil die Xbox ein bisschen schlechtere Hardware hat als die PS3. Das ist echt ganz komisch. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ich weiß nicht wieso. Liegt vielleicht an irgendwelchen Bugs, die die PS3 da hatte. Oder das Spiel selber, ich weiß es nicht. Ich bin kein Spieleentwickler und ich will mich da auch nicht mit Spieleentwicklern messen. Die wissen das besser als ich, da weiß ich nichts von. Da kenne ich mich nicht mit aus. Aber ohne Scheiß, Leute. Battlefield 3 ist ein geiles Spiel, aber wenn ich sowas sehe mit so unfähigen Spielern, die einfach nur sich irgendwo hingammeln oder Rush spielen und dann denken, sie spielen Team Deathmatch und einfach nach Kills geiern, das ist so dumm. Ich mache ja auch Kills, ihr seht es ja, aber hallo, Endscore 20-12 und auf Platz 1. Da sieht man, dass ich der Einzige war, der was gemacht hat. Und sowas kann einen schon aufregen. Ich meine, ich habe mit einem Woody ja schon auf BF3 zusammengespielt. Und da hatten wir selbst da noch nicht so einen Scheiß, ja. Da haben wir uns auch schon oft aufgeregt, aber naja, aber noch lange nicht so wie bei Call of Duty Black Ops 2, denn das war so die Hochsaison der Rage-Mode oder so, keine Ahnung, so kann man sagen. Naja, aber ich will mich da jetzt auch gar nicht weiter drüber aufregen, denn ich meine, was soll ich machen? Solche Spieler gibt es. Ja, warum werden die nicht gebannt? Ich weiß nicht. Naja, ich meine, es kann ja nicht jeder so hier der Mega-Skiller sein. Ich bin auch nicht der Mega-Skiller. Ich gehe total oft drauf. Ich bin echt null Pro. Also, da bin ich weit von entfernt. Aber hier schön das Fenster, bam, in your face. Naja, aber da bin ich weit von entfernt. Aber wenn man doch das Spiel online spielt, dann sollte man da wenigstens ansatzweise wissen, was man in den Spielmodus machen muss. Und zwar die M-Coms planten. Oder wenn man Defender ist, die M-Coms defenden, also verteidigen. Aber das haben die nicht hingekriegt. Ich habe da vorher schon mal eine Runde mit denen zusammengespielt, da waren wir Defender. Die Szene ist jetzt übelst behindert, guckt euch das an. Ich schieß, aber er kriegt mich trotzdem. Naja, die M-Coms defenden, das war im Spiel davor und da haben die auch nichts gebacken bekommen. Die haben ständig nur irgendwo rumgegammelt, anstatt mal da zu warten bei den M-Coms oder die wenigstens mal ein bisschen im Auge zu behalten. Die haben nichts getan, die Spieler, die haben sich irgendwo hingegammelt. Haben sich ihr Brot gebacken, ihre Fritteuse angemacht und ein bisschen Fritten gebraten, wahrscheinlich so AFK waren die, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, was die da getan haben. Naja, aber ist jetzt auch egal. Ich werde jetzt die Tage nochmal ein Conquest-Gameplay aufnehmen, bestimmt. Vielleicht heute noch, ich weiß es nicht. Oder ein Rush-Gameplay, ein vernünftiges. Ohne dass irgendwelche Deppen da rumlaufen. Ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was einfach behindert ist, solche Spieler manchmal dabei zu haben. Das ist. Na egal, ich reg mich jetzt nicht weiter darüber auf. Na, aber ich werde auf jeden Fall noch ein Rush-Gameplay machen, ein langes oder ein Conquest-Gameplay. Ich hatte ja jetzt die letzten zwei Mal ein Team Deathmatch-Gameplay gezeigt und wenn ich Battlefield zeige, dann will ich nicht unbedingt Team Deathmatch zeigen. Ja, für kurze Kommentare ist das in Ordnung, aber immer nur Team Deathmatch. Bei Battlefield, ich meine, da kann ich auch Call of Duty spielen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das soll hier alles ganz bleiben.
So ist es. Nee, aber ich werde das dann noch in Angriff nehmen. Und auch mit einer anderen Waffe. Ich habe mal vor, mit so ganz behinderten Waffen zu spielen. Also wenn ich schon Gameplays mache, dann sollen die beim nächsten Mal auch ein bisschen anders sein oder ein bisschen besonders. Ich weiß nicht. Also die ganze Zeit nur M16 oder M416 oder auch, ja, was waren da noch? MP7. Obwohl die MP7 ist gar nicht so OP. Die echt nicht. Also da muss ich sagen, das geht schon. Vielleicht mit G3, mit der Farmers, weil die Farmers ist eigentlich übelst behindert. Der Woody, der flamet die immer zu, die Kollegen von Woody, der Madin, die kennt ihr wahrscheinlich nicht. Ja, der Mr. Keyway, vielleicht kennt ihr den von YouTube, kann ich ja unten mal verlinken. Der macht auch ab und zu mal Videos. Der flamet die auch zu, die Farmers, weil die einfach nicht, keine Ahnung, die treffen damit nichts. Ich treffe komischerweise einigermaßen damit was. Ja doch, der Woody trifft schon was damit, aber der spielt damit nicht so gut, als wenn er mit einer M16 spielt. Macht ja Sinn. Weil der Woody hat eine 1,8er KD, glaube ich, in Battlefield 3 und das ist schon erstaunlich. Also das ist schon echt, der hat gute Stats, kann man so sagen, ja. Aber, nee, ich werde dann mal mit der Farmer spielen, mit was kann man da noch spielen. Vielleicht werde ich mal mit der Sniper spielen, aber ich glaube, da werde ich kein gescheites Gameplay hinbekommen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Aber das Gameplay neigt sich jetzt auch dem Ende zu und gleich gehe ich nochmal richtig ranzig drauf. Weil ihr werdet sehen, die kriegen einfach nichts gebacken. Die treffen doch nichts. Nein, die treffen nichts. Treffen überhaupt nichts. Hier, da kommt jetzt ein Panzer. Der basht mich jetzt, glaube ich, sogar noch weg. Und dann guckt euch zum Schluss den Score an. Da gehe ich jetzt drauf. Guckt euch den Score an jetzt. Dein Team hat verloren. Wer hätte es gedacht? Hätte ich auch nicht anders erwartet. Aber jetzt schaut euch das an. 12 zu 18, Entschuldigung, 12 zu 20 und 2117 Punkte. Und damit auch und damit auf Platz 1. Lächerlich. Naja, ich melde mich ab. Haut rein, bis im nächsten Video. Ciao.